Hallo meine Freunde, zurück hier bei Infamous Second Son First Light. Wir sind Abigail, Fetch Walker, auf der Suche nach unserem Bruder Brad. Und arbeiten mittlerweile leider mit der Mafia quasi zusammen. Wer schießt denn hier so auf mich? Verdammten Maden hier. Steigt mal ruhig aus. Vielleicht ein Dropkick. Tja, so läuft das. So, da oben ist ein Lumen, den würde ich mir gerne holen. Dafür rennen wir mal schnell hier Flash Gordon mäßig drauf. Oh, da ist noch einer. Der Mike Tyson, der Conduits quasi. Oh, da haben wir den nicht gekriegt. Das war jetzt aber ärgerlich. Das lassen wir uns nicht auf uns sitzen. Mal auf ein neues. Oh, geht doch, wollte schon sagen hier. Wir laufen aber quasi gerade in die falsche Richtung. Mal wieder sehe ich überall diese geil rot leuchtenden Lumen und will sie alle einsammeln. Fast so schlimm wie bei Pokémons. So. Machen wir uns auf zur nächsten Story-Mission. Die führt uns wieder dem F entlang. Auf der Karte. Wir machen es einmal in Highspeed. So, Turbo-Modus an. Das hat genial gemacht. Also man bewegt sich so schnell durch die Stadt. Kann dabei noch ein paar geile Sprünge machen. Naja, wenn es denn klappt, ne? So, da wären wir auch schon. Die Akkulas schlagen zurück. Helfen Sie Shane, als ein Bandenkrieg zwischen ihm und den Akkulas ausbricht. Kein Problem. Action gefällt uns immer. Shane, ich sehe hier gar keinen von deinen Leuten. Telefon klingelt. Die Akkulas haben sie verjagt. Sie mussten abhauen. Sie sitzen am Fährhafen fest. Mit wie vielen haben sie es zu tun? Mit vielen. So. Wieder Sensenmann spielen? Stellst du eine Opferstatistik auf? Ich mache das nur für Brent. Komm schon. Ich habe dir letztes Mal zugesehen. Ein breites Grinsen im Gesicht und Schmuck in den Augen. Du fandest es toll. Alles klar. So, wir müssen zum Hafen. Die Jungs von Shane stecken in der Klemme. Machen wir uns nochmal direkt auf. Mit einem geilen Sprung. So. Hier oben sind wir richtig. Aber da ist ein Lumen. Habt ihr das Lumen gesehen? Tut mir leid, ich musste das holen. So, bevor wir die Mission starten, gehen wir mal kurz ins Upgrade-Menü. Wir haben nämlich wieder 22 Punkte gesammelt. Das geht eigentlich recht zügig hier. Was ist denn hier am besten? Okay, wir können noch 50% länger hält der Sprint, wenn wir durch so eine Neonwolke gehen. Ja, danach können wir noch Wolkenschub machen. Und hier könnten wir zum Beispiel Leute in Stase setzen, wenn wir die ansprinten und dann mit Viereck angreifen. Ja, also viel verändert sich zumindest hier in den Upgrades, muss ich sagen, leider nicht. Also da hat Deslin auch bei den einzelnen Fähigkeiten doch mehr drauf. Der kann halt Raketen schießen und quasi Granaten mit den Fähigkeiten werfen. Das vermisse ich ein bisschen bei Fetch. Deswegen, wenn wir den Fokus ein bisschen erhöhen, 12 Punkte haben wir noch. Oder machen wir die Salve vom Neonblitz noch ein bisschen länger. Dann ist der auch fertig, der Neonblitz. So, dann auf in die Mission. Ich habe Jungs da unten, die sich hinter einem meiner Trucks verschanzen. Halte sie am Leben, dann helfen sie dir, sobald Jenny das Handy. Dann können wir für deinen Bruder auf den Kriegspfad. Los geht's. Da sind wir schon. Der erste Schuss haut immer ordentlich rein. Weil wir können ja ordentlich hier die Wagen mitnehmen. Irgendwo ist hier
so ein Scharfschütze. Hab ich auch schon direkt getroffen, ey. Der Sack. Steuerung ist auch in dem DLC wie in im Hauptspiel einfach genial, ne? Das ist super vorgestellt. So, Scharfschütze will auf dem Dach. Sehr gute Arbeit, Killer. Ich sammle die Überlebenden ein, wie du rüber an die andere Front. Front? Sind wir jetzt etwa im Krieg? Schon. Wir beide haben die Waffen gestohlen. Ich bewaffne meine Jungs. Lass mal ein paar Sachen explodieren da unten. Und die Akkulas sind nicht ab. Es ist ein Bandenkrieg. Und du hast ihn begonnen. Gut, ich helfe deinen Jungs. Ach komm schon, sei kein Mietetäter. Wir hauen hier auf den Putz. Und wenn Brent wieder da ist, muss unser Arrangement ja nicht. Und ich bin langsam. Oh, wir können Berge versetzen. Berge aus sehr, sehr profitablen Drogen. Vergiss es, die DUPs sind bald hier. Wenn ich im Curtain K-Gefängnis lande, kriege ich meinen Bruder nie zurück. Konzentriere dich auf Brent. Ja. Bewegen sich ihre Lippen, wenn sie spricht? Habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ich glaube echt, dass das Hauptspiel doch etwas bessere Grafik auch aufzeigt. Das kommt mir irgendwie so vor. So, weiter geht's. Hier ist die nächste Mission, die warten schon die... Die Akkulas kriegen langsam Angst. Jede Wette, die setzen meinen Jungs an der Nidel mit allem zu, was sie haben. Gut, je mehr Akkulas auf einem Haufen, desto schneller bin ich mit ihnen fertig. Na ja, damit. Da ist er ja, mein Engel des Todes. Ich sag, Shane gefällt das, dass wir dem helfen. So ein Conduit auf deiner Seite ist natürlich, ja, perfekt. Wo sind die Akkula-Jungs hier? Mal die Scharfschützen wegholen, na, ey. Das war ein Rocket Launcher. Und hier kommt eine Granate. Ich habe leider keine Neonkraft mehr. Aber da machen wir was anderes. Da gibt es halt ein schwarzes Loch. Mal gucken, wie viele Jungs wir erwischen. Oh, das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt. Ja. So räumt man auf. Ich mache das nur, um meinem Bruder zu helfen. Ich habe keinen Spaß daran. Er und ich, wir tun solche Dinge nicht. Oh, oh, verstehe. Du willst nicht, dass der gute Brand von deinem Bach nicht erfährt. Dein Sensen mal ich das, auf das ich so abwache. Brand hält mich am Leben und bei Verstand. Wenn Menschen Dinge wie eben sehen, flippen sie aus. Ich kann nicht noch einen aus der Familie verlieren. Also, wenn deine eiserne Selbstbeherrschung deinen Bruder bei dir hält, dann solltest du sie richtig gut festhalten. Jenny hat das Handy des Akkulas geknackt und wir wissen, wo sie ihre Geißeln festhalten. Ist das dein Ernst? Wenn du soweit bist, tritt mich vor dem Latte Owl auf der Madison. Es kann losgehen. So, die Akkulas schlagen zurück, haben wir auch geschafft. Weiter geht's zur nächsten Mission. Bis jetzt noch sehr abwechslungsreich. Mir gefällt der DLC bis jetzt. Und weil er halt so gut ist, wird er wahrscheinlich am Ende nicht genug Content haben, aber... ist nicht so schlimm, man kann sich wie gesagt mit den Nebenaufgaben und der Arena danach auch noch wirklich lange beschäftigen. Also das nenne ich wirklich einen guten Spielwert für die investierten 15 Euro. So, Angriff auf die Heimat. Hey Fetch, bist du da? Dann ist aber eine Geisel, ich will die kurz retten eben. Komm und spring auf den Truck. Ich würde vorher gerne die Geisel retten. Ich glaube, die ist hier unten. Ja, da haben sie gerettet. So. Jetzt können wir zurück zum Parkplatz. So, dann müssen wir wieder auf den Wagen springen. Darf ich wieder auf dem Dach mitfahren? So wie beim ersten Mal. Letztes Mal hat es funktioniert. Und nach dem Einlauf, den du ihnen verpasst hast, werden sie angepisst sein. In die Ecke gegangen.
verdrängte Tiere sind gefährlich. Danke für die weisen Worte. Da fängt schon an, deshalb müssen wir nur ein bisschen besser treffen wie letztes Mal. Da vorne kommt ein Wagen schon von denen. Man soll direkt den Fahrer aus außer Gefecht setzen oder den ganzen Wagen am besten. Bisschen zu spät. Shaney. Okay, da kommen sie. Die nächsten. Auf die Motorhaube, damit der auch hochgeht direkt. Da keine Kompromisse hier. Hey, du Eroberer. Tritt endlich aufs Gas. Okay, du bist die ohne Airbag. Ja, jetzt sind wir stark genug mittlerweile durch die Upgrades und lassen einfach alles hochgehen. Ja, kommen wir schon. Noch ein paar Jobs für diese und das gehört uns. Können wir Neonschlitten mitnehmen auf dem Weg? Können die Akkulas nicht viel machen, ne? Wunderbar! Komm schon, die nächsten. Ja, läuft aber ziemlich gut diesmal. Der muss Feuerwerk machen. Nein. Haben wir einen verpasst. Okay. Jenny glaubt, es stecken Menschen in den Containern unten an den Docks. Wir müssen einfach nur Türchen öffnen, bis uns der Hauptgewinn anlacht. Dann sag deinen Leuten, sie sollen hinter mir bleiben. Ich will freies Schussfeld. Aber sicher. Du bist die Dame auf diesem Schachbrett, Süße. Ist uns allen klar. So, dann gehen wir mal die Container durchsuchen. Ich sehe ein Lumen. Oh nein. Ich bin mir da genötigt, probieren hinzufliegen. Hier ist sogar noch eine Wolkenpistole. Nein! Oh mein Gott, hier sind über Lumen. Er muss in einem dieser Container sein. Die haben überall Geißeln drin. Ist mein Bruder! Oh, es wird hier aufgeräumt. Er gibt schon auf, ja, er weiß schon. Kein Sinn gegen mich. Ja, ordentlich von dem. Und komm auch schon, ne, das sind unsere Buddies hier. Ja, wir sind Wer schießt denn hier auf mich? Ach, da drüben noch. Er rennt schon weg. So, der ist auch weg. Nein! Ach, hör auf! Achso, ich kann die Container quasi scannen. Wo da drin sind schon mal welche? Machen wir die mal auf hier. Okay, hier waren keine. Ich werde schon mal da. Der Freak kommt mir nicht. Das sind die nächsten drei. Okay. In dem hier nicht. Hier niemand. Da auf dem Dach sind noch welche. Guck mal an. Ein bisschen besseres Blickfeld verschaffen. Verdammten Scharfschützen da oben.
Schnell im Prozess hier. Das war's. So, letzter Container. Ich hoffe, Brand ist dabei. Auch nicht. Schade. DOP ist da. Nein, 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 nicht jetzt! Bleiben Sie ruhig und legen Sie sich auf den Boden. Bei zur Wiederhandlung setzen wir tödliche Gewalt ein. Okay, Jungs, und let's go! Ab geht die Post. Shane, hast du jemanden an der Magnetbahnstation Süd? Mein Bruder ist dort. Da fliegen sie alle alleine. Ich bin dran. Ich bin weiter. So erledigt man DOPs, würde ich dazu sagen. Ich würde auch gerne einen von den Wagen hochgehen lassen, aber ihr seht, wir halten ordentlich was aus. Krieg ich hier nicht mal kaputt hier. Ja, da müssen wir halt entkommen, dann machen wir das doch eben. Ach, hier sind noch mehr direkt von den Jungs. Bin ich doch dabei, direkt. Verdammte Jungs. Kann nie schaden. Oh, wo bist du denn da? Also wie ihr seht, manche Conduits haben auch Conduit-Fähigkeiten, so wie er hier. Er hat dann quasi, das ist sie, aus, kennt man aus dem Hauptspiel, die Betonfähigkeit. Die ist halt sehr stark gegen alle Conduit-Arten. Und die kann man auch mit Deslin quasi im Hauptspiel freispielen, daher kenne ich die. Wow, da ist er geflogen. So, jetzt flüchten wir mal. Als ich auf Brent zulief, fühlte ich mich gut. Ich würde heimkehren. Die Zeit mit ihm würde meine Gedanken ordnen. Keine Panikattacken mehr, bei denen ich in meine Erinnerungen kriechen müsste, um mich zu beruhigen. Er war mein Fels. Ich brannte darauf, ihn zu sehen. So, da sind wir auch schon. Mal schauen, ob wir Brent wirklich finden. Brent! Fetch! Oh mein Gott! Komm her. Hey, Brent. Keine ich hab's gewusst, verdammt nochmal. Ich wusste, du musst jetzt mitspielen. Zumindest, bis ich in der Stadt Fuß gefasst habe. Dann bekommst du ihn zurück. Fetch! Großes Ehrenwort. Tu das nicht. Nur noch ein paar Jobs. Fetch! Nein, nein, nein! Es überkam mich wieder. Ich brauchte eine Erinnerung. Irgendeine, um mich darauf zu konzentrieren. Daran festzuhalten. Als Obdachloser wird man behandelt wie eine Kakerlake. Man wird ständig schief angesehen. Aber dann kam das erste Hai und... Mann, Kakerlake zu sein war doch nicht so übel. Und für dieses Gefühl hätten wir alles getan. Also da kamen die Drogen ins Spiel quasi. Am tiefsten Punkt. Brent hat das Ganze kommen sehen. Wieso auf dem echten Leben? Er hat meinen Vorrat versteckt, damit ich mit ihm clean werde. Aber ich steckte tief drin. Es war viel zu gut. Ich hörte nicht auf. Ich konnte nicht. Also war vielleicht Shane, vielleicht war Shane der Dealer von Brent, so wie es aussieht. Als Shane Brent holte, drehte ich durch. Klingt, als hätte dein Körper widerstanden. Er hat eine neue Kraft entwickelt, die dir geholfen hat. Ja, so war's. Willst du sie sehen? Greif mich an, direkt, mit ein paar Leuten. Oh, mit L1 gibt es eine Nier-Explosion. Sehr cool.
Können wir Leute... Oh, das ist eine geile Fähigkeit. Sieht auch echt geil aus. Du hast mir etwas verheimlicht, Miss Walker. Vielleicht? Das Ganze nochmal, dann kriegst du die echte Show. So, sie können Leute in die Straße setzen und dann sogar in der Luft dann ganz verschwinden lassen. Sehr geil. Beeindruckend. Warum rückst du damit erst jetzt raus? Vielleicht, weil die Gegner nicht besonders beeindruckend waren. Kriege ich ein paar DUP-Agenten? Dann kriegst du dein Feuerwerk. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Na, nicht wirklich. Folge den gelben Linien. Bleib in der Mitte des Gangs. Neue Arena. Gefällt mir. Es gibt keinen Ausweg. Alle Ausgänge sind dicht. Hier drin kannst du gegen Hologramme meiner Leute antreten. Aber nur unter der Bedingung, dass du nicht länger irgendwelche deiner Kräfte vor mir verheimlichst. Okay, neues Gebiet. Ich bin jahrelang vor den Typen geflohen. Kämpfen macht mehr Spaß. Let's go, baby. Ready to rumble. Fetch versus DUP. Komm her. Oh, die können schon... Die können schon mehr, die Jungs. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Den holen wir uns auch. Wo ist er hin? Ah, die haben diese Fähigkeiten und können halt auch von mir wegspringen. Aber manchmal bist du von Verbündeten umgeben. Also seht schon, die Jungs, die können schon mehr, ja. Die haben auch zwei Punkte zum Ausschalten. Wo ist der eine? Der Herr mit dem Rocket Launcher. Wo ist der letzte? Da oben. Bei dieser Übung möchte ich, dass du deine eigene Realität erschaffst. Sehr geil, wir können das Geschütz für uns übernehmen und das schießt dann auf Gegner. Das ist cool, ey. Das gefällt mir sehr. Aber das Ding macht schon ordentlich Schaden, wenn es uns nicht mal trifft. Na komm schon, Fetch. Schnapp's dir. Werkzeug, das du nach deinen Zielen formen kannst. Komm schon, ich bin nicht deine Waffe. Du sprichst von meinem Zorn und versuchst in mich hineinzusehen. Lass mich einfach kämpfen. Die meisten DUP-Agenten waren mal wie du. Verirrte Conduits, denen ich half, ihre Fähigkeiten auszurichten. Aber um den Job zu kriegen, mussten sie überleben. Zehn Gegnerwellen überleben. Kein Problem. Zweite Angriffswelle auch, ja. Okay. So geht's auch.
Ja, ich kann die Schwachstellen halt nicht von hier sehen. Jetzt mal am Fuß wahrscheinlich. Guck mal, hier runtergesprungen. So, Angriffswelle 4 im Anmarsch. Scharfschützen sind natürlich schon nerviger. Fünfte Welle. Die Wellen werden immer schwieriger. Aber noch passt's. Und da ist ein Geschütz, das sollten wir uns mal lieber einnehmen. Als wir dich abgeholt haben, habe ich die Medien rausgehalten und alle Aufzeichnungen über dich gelöscht. Wieso? Ich habe etwas in dir gesehen. Das Geschütz gehört schon mal zu uns jetzt. Ich bin nur wegen meiner Kräfte hier, damit ich mich wieder normal fühle. Nein, du bist hier wegen dem, was du getan hast. Du willst den Zorn rauslassen? Die Hose sieht echt beschissen aus. Kämpfe! Da haben wir uns mehr selber Schaden zugefügt, als uns irgendwie zu helfen. Oh, der hat wehgetan. Muss mal kurz ein bisschen zurückziehen, ne? Achso, hier in der Mitte gibt's Neon. Sehr schön, fast alle Jungs in der Blase geholt. Na, wo ist der letzte? So, Welle 8 in Anmarsch. Holen wir uns das Ding nochmal direkt. So, hier haben wir schon einen stärkeren, der ist nämlich mit so einem Betonschild geschützt. Größer, stärker, schneller. Kommt sofort. Angriffswelle 9 im Anmarsch. Ah, seht ihr schon, da springen sie schon los hier, die Jungs. Ja, das sah doch ganz gut aus, oder? Sie haben Beta Arena Überlebensmission freigeschaltet. Okay. Und da gibt es die Herausforderungen. Auf 3 gibt es eine weltweite Liste. Okay, Platz 1 hat 20 Millionen Punkte. Das ist cool. Da kann man antreten, um Highscores zu knacken. Sehr gut, Miss Walker. Beeindrucke mich weiter so, dann lasse ich dich arbeiten. Setz dich hin. Du hast erzählt, wie Shane dich betrogen hat. Zurück nach Seattle in die Erinnerung. Die Akulas waren aus dem Weg und Shane nahm den Polizeichef ins Visier. Er hoffte, ihn zu einem Deal zwingen zu können. Wenn ich ihm helfen und brav alles tun würde, was er sagt, versprach er, Brent freizulassen. Ich wusste, das war gelogen. Und da stündlich mehr DUPs auftauchten, brauchte ich einen Plan B. So, meine Freunde, das war's mit Episode 3. Ich freue mich mega, dass ihr dabei gewesen seid, ja. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Wenn es wieder heißt, Inside Game with Me, Pat. Wenn das so weitergeht, gehe ich mitarbeitertechnisch bald auf dem Zahnfleisch. Dann habe ich vielleicht niemanden mehr, der auf deinen Bruder aufpasst. Sorge für seine Sicherheit. Also ich würde deinen Jungs ja gern beibringen, sich nicht vom DUP schnappen zu lassen.
Jetzt werd hier nicht frech. Diese Typen sind nur wegen dir und deinem verdammten Laserscheiß hinter mir her. Alter, ruhig, ich regle das. Ich jage die Bude hoch, das lockt bestimmt ein paar DUPs von der Straße und verschafft mir mehr Raum. Na gut, aber vergiss meine Jungs nicht. Keine Sorge, Boss. Also macht's gut und schaltet wieder ein bei Infamous Second Son First Light.